da los? Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu den LOL News. Die Worlds fangen ja nächste Woche bereits an, aber anders als in den vergangenen Jahren haben wir diesmal zwei Teile. Wir haben zum einen die klassischen Worlds mit der Gruppenphase, Halbfinale, Finale etc., so wie wir es schon kennen. Und wir haben jetzt davor nochmal zwei Wochen Play-In-Phase, wo quasi Wildcard-Teams um einen Platz in eben der Main-Phase der Worlds kämpfen, wobei nicht nur die Wildcards, sondern eben auch Fnatic aus EU, C9 aus NA und World Elite aus China sowie Hongkong Attitude aus Taiwan teilnehmen, weil ihre Regionen beim MSI ja nicht ganz so gut abgeschnitten haben. Hört sich für die Wildcard-Teams ja erstmal ziemlich nice an, geil, sie sind Teil der Worlds, aber was das auch bedeutet, da natürlich die vier Favoriten-Teams, die ich gerade aufgezählt habe, in die verschiedenen Gruppen eingeteilt sind, dass bei der Hauptgruppenphase dann kein Team der Wildcard-Region mehr dabei sein wird, weil sie alle eben ausgeschieden sind. Denn nur der erste Platz der vier Play-In-Gruppen kommt auch tatsächlich in die Hauptphase der Worlds. Und im Endeffekt ist das die Konsequenz des neuen Systems. Ob man es mag oder nicht, muss man dann für sich selbst wissen. Aber schauen wir dann auf jeden Fall mal, ob Teams wie zum Beispiel Fenerbahçe eSports aus der Türkei den alteingesessenen Regionen und auch den natürlich Organisationen da ein bisschen das Wasser reichen können. Es geht am Samstag ab 7 Uhr los, 23. September. Ja, die Zeiten sind ein bisschen verdoomt, aber wir sind wieder in China wie in Season 3, wenn mich nicht alles täuscht, nicht Season 4 war es. Und da müssen wir uns dann eben zeitlich einfach ein bisschen anpassen. Gibt natürlich auch für die Leute, die etwas länger schlafen oder aber aus irgendeinem anderen Grund, ich kann mir wirklich keinen vorstellen, verhindert sind, ein Rebroadcast, wo ihr dann nachmittags das Ganze nochmal miterleben könnt. Außerdem hatten wir natürlich auch die Gruppenphasenziehung der eigentlich oder der Hauptphase der Worlds und da haben vor allem Gruppe A und Gruppe C bisher so ein bisschen die Ballungsgebiete bekommen. Wir haben SKT und EDG in Gruppe A, dann noch AHQ, die natürlich auch schon einiges geleistet haben, und in Gruppe C haben wir Samsung Galaxy, wir haben Royal Never Give Up und G2, die dann so ein bisschen erstmal in die Ecke gedrängt wurden, während Gruppe B dann noch am Humanste ist mit Immortals und Longzhu. Und ja, Gruppe D wird so ein bisschen als die Spaßgruppe aktuell angesehen mit Misfits, Flashwolves und TSM, weil es Misfits einfach international an Erfahrung fehlt. TSM fehlt es international auf den Worlds zumindest an Erfolgen und Flashwolves, die kann man vorab überhaupt nicht einschätzen. Aber natürlich ist bei jeder Gruppe immer noch ein Plätzchen frei für die eben genannte Play-In-Phase, denn da wird dann aus jeder Gruppe wird dann ein Team quasi in die Hauptgruppenphase der Worlds einmarschieren. Das heißt, wir werden vier Teams aus den Play-Ins dann auf den Hauptworlds sehen und da kann sich ja die Gruppendynamik nochmal komplett ändern. Ja, wenn jetzt so ein Fnatic auf einmal in Gruppe A kommt, könnte dann etwas brutal für sie werden, aber schauen wir einfach mal, wie sich das dann da so ergibt. Ebenso ist im Zuge der Worlds nun natürlich die Hymne für 2017 auch erschienen mit dem Namen Legends Never Die. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich finde es ziemlich geil, würde ich auf jeden Fall auf Platz 2 der Worlds-Hymnen einstufen, direkt hinter Imagine Dragons Warriors von den Worlds 2014. Das Lied, da kommt glaube ich nichts ran auf jeden Fall, aber vielleicht habt ihr eine andere Meinung, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren lassen. Der Song an sich, der ballert aber ordentlich rein. Und wir sind immer noch nicht fertig mit den Worlds, denn letzten Mittwoch kam ja der Patch 7.18 auf die Live-Server und das wird auch der Worlds-Patch sein. Also auf diesem Patch werden alle Pro-Player dann versuchen, die Trophäe an sich zu reißen. Natürlich werden wir auf dem Live-Server weiterhin dann mit Patches gefüttert. Das heißt, wahrscheinlich wird so Patch 7.20 sein, wenn die Worlds vorbei sind, vielleicht sogar 7.21, das heißt, wir sind dann da immer so ein Stück weit voraus, aber jetzt kann man sich auf jeden Fall mal ein bisschen einspielen und schauen, was denn aktuell so stark ist und dann vielleicht schon mal ein bisschen Predictions machen, was dann auf den Worlds gespielt wird. Ezreal Jungle zum Beispiel ist ja auch aktuell ein großes Thema und ich würde mich freuen, wenn wir so außergewöhnliche Picks sehen, aber schauen wir mal. Ich denke, gerade die Play-In-Phase ist da auf jeden Fall ein sehr guter Nährboden für. Aber wie ich schon erwähnt habe, wer bereits Worlds geschaut hat, der weiß, predicten kann man eigentlich wirklich gar nichts. Da passiert so viel, was man vorher überhaupt nicht erwartet hätte, sowohl was Performance der Organisation angeht, aber auch was Meta angeht. Da kommen teilweise Champions aus dem Kästchen raus, wo man sich denkt, oh, den gibt's auch noch, ja cool. Und der wird dann Most Picked Champion auf den ganzen Worlds. Also da bleibt's auf jeden Fall abzuwarten. Das Einzige, was man predikten kann, ist natürlich, dass SKT auf die Finals kommt. Ne? Macht's gut, meine Lieben. Das war's jetzt mit den LOL News. Haut rein und ja, bis Samstag spätestens. Tschüssi.